So Leute, wie geht's weiter? Weiter geht's jetzt mit GTA 4, aber wie? Brucey schickt eine SMS. Alter, komm zu meiner Bude in Boabo. Bleib Alpha. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir wieder zum Brucey Rüper. Rüper, genau. Das schreibt man immer mit P. Rüper! Werf den Burschen zu Boden! Und dann kippt ihn Rüper! Was zum... Hier ist eine Mauer. Gut, wir wollten da ja sowieso nicht lang. Habe ich beschlossen. Weil ich denke, wir müssen hier unten lang fahren, weil der Typ war ja auch... Da hängt schon wieder so eine Taube rum. Aber wir lassen die Tauben mal leben. Oh, schon wieder. Was willst du denn ständig von mir? Ein eiskalter Motherfucker wie du könnte gut Kohle aus Ordnungshüter verdienen. Alter, die Cops vergeben ihre Arbeit jetzt an Subunternehmer weiter. Sieh nächstes Mal nach, wenn du einen Polizeicomputer hackst. Mhm. Doof nur, dass ich den Polizeicomputer gerade weggegeben habe. Aber das können wir ja wann anders machen, die Polizeinebenmission anschauen. Da, Taxi! Wir fahren jetzt erstmal wieder zum Brucey, gucken, was der macht. Nächste Aufgabe, easy as can be. Hey, Brucey. Nico! One second. 30. Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women. Man, women. Yeah. Man, I'm ready for you, Nico. I'm ready. I'm ready for fucking anything. Yeah. Das war das Handgelenk. Yeah, sorry, I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really male. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey, do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? Want help? I'm losing the plot here. Pause. Shitting, man. Now look, you did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen, that guy Lyle had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Steinway. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Okay, I'll just go take care of it then. Yeah! Also Brucey ist echt eine komische Type. Ganz Tag trainieren und so. Bisschen seltsam der Kerl, aber an sich ganz freundlich, denke ich. So. Wir sollen also ein Auto klauen. Soll ein Kinderspiel sein. Ob ich das glaube, weiß ich erst, wenn ich beim Auto bin. Weil irgendwie wäre das meiner Meinung nach jetzt ein bisschen zu lasch, wenn wir jetzt wieder nur einfach ein Auto holen müssten. Wir wollen ja Herausforderungen. Das sah gut aus. Da, Hilfe. Kommt, wir nehmen nochmal so eine Abkürzung hier. Miau. Ja. Oh, eine Wäscherei. Guten Tag. Und da sind wir auch schon. So, geh hinten rum, um den Wagen zu holen. Geht klar. Dann brauchen wir auch das Motorrad hier jetzt nicht mehr. So, da haben wir ja den netten Schlitten. Her damit! No risks, Brucey? Ich hab's mir gedacht. Was zur Hölle? Die wollen schießen. Fahr, Peter. Fahr. Ah, Hilfe. Okay, jetzt können wir hier reinfahren. Ah. Ja, das läuft doch ganz gut. Hey, wo willst du hin mit dem Motorrad? Da, die sind hinter mir. Ich möchte keinen Ärger haben. Lasst mich in Frieden. Oh Gott. Die haben schnelle Waffen. Dann wird es Zeit, was Unüberlegtes zu tun.
Ja! Okay, okay. Verdammte Motorradfahrer. Da, wie viele soll ich denn noch umlegen? Geht doch einfach weg. Nein, ich möchte das nicht. Ich warne euch, wenn mir einer von euch folgt, ne Leute. Ihr wisst Bescheid, dann gibt's Ärger. Dort, der lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. So, das war's, Feierabend. Mann, ey. Verzeihung. Wir nehmen jetzt hier mal eine Abkürzung, würde ich sagen. Ich hoffe, das geht gut. Das geht nicht gut. Patz. Doch, das geht gut. Sehr sogar. Damit dürfte uns jetzt auch keiner mehr verfolgen. Das war ja jetzt mal eine krasse Aktion, oder nicht? Seid ihr... Boah. Das Auto ist fast am... kaputt. Ich sag hier keine schlimmen Wörter. Nein, nein. So. Here's the car for Brucey. I hope you were expecting a fixer-upper. The only thing you expect when you're working for Brucey is a whole lot of bullshit. Thanks. Boah, der sieht echt nicht gesund aus. Und gewonnen! $3,500 hat mir das eingebracht. Und was wir jetzt tun werden, ist uns einen Polizeiwagen knacken. Ich möchte mir die Polizeimission ansehen. Okay. Stehen hier Polizisten rum? Da, ja, einer. Gut, dann regeln wir das Ganze anders. Wir schieben den Polizeiwagen einfach mal ein Stück weg. Schön weiterfahren. Schön weiterfahren. So, reicht. Alles klar, wir haben Polizeiwagen. Und das ohne, dass es ein Polizist mitbekommt, wie wir den knacken. Hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was das hier... Fünf sind aktuelle Verbrechen. Das sind unter anderem meistgesuchte. Ging das nicht auch? Ja, das ging auch, die meistgesuchten. Das sind die Hauptnebenmissionen. Genau, so war das. Und die anderen, das sind Verbrechen, die immer wieder auftauchen. So kann man praktisch immer wieder versuchen, Geld zu verdienen. Aber die meistgesuchten hier, das ist sozusagen die Nebenmission. In jedem großen Stadtteil, das heißt insgesamt 3 Listen, gibt es 10 Typis, glaube ich. Und diese 10 müssen wir töten, das sind die Nebenmissionen für die Polizei. So, jetzt haben wir das auch. Wie gesagt, ich habe halt nicht so sehr viel Erfahrung mit dem Singleplayer von GTA 4. Deshalb muss ich auch manchmal noch überlegen, wie jetzt das eine oder das andere war. Aber wir kriegen das schon gebacken, Leute. Wir kriegen das gebacken. Weg. Wie komisch denn hier weg? Ah, hier geht's lang. Nee, doch. Entscheide dich. Ach, kommt schon, Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ich jetzt hier wieder weg muss. Wie seid ihr denn drauf? Also wirklich. Nee. What the fuck, brüllt der. Bis wohin müssen wir denn jetzt überhaupt fahren hier? Oh, wir müssen bis nach Bohan rein. Ja genau, diese Liste hier, die gilt nämlich nicht nur für diesen Stadtteil, sondern auch für Bohan. Deshalb gibt es nur 3 Listen. Einmal für den großen Ort hier, dann für den kleineren, für den, für die und für da. Also 3 Inseln, 3 große Inselteile, Stadtteile. Wie man es halt auch nennen möchte, Mann. Aggression.
Aber auch hier muss wieder dazu gesagt werden, ich denke nicht, dass wir die Mission komplett erledigen werden, sondern eher nur mal so aus Spaß hier und da eine Nebenmission tätigen. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Da geschieht ja eh nichts besonders Tolles, wenn wir das schaffen. Ich sollte nicht so auf Gas drücken. Boah, ich sollte ein bisschen aufpassen. Die Karre, die ist schon ganz schön am Qualm. Weil ich gerade fahre wie der Henker. Ach so, stimmt. Das war doch, glaube ich, auch, wenn man mit Sirene fährt, durfte man doch, glaube ich, auch durchfahren, ohne zu bezahlen. Oder? Ja, durfte man. Hahaha. Alles vergessen habe ich doch nicht. Wir haben so einen leichten Linksdrall inzwischen. Wenn wir jetzt einfach mal nur gerade ausdrücken, werdet ihr sehen, wie wir immer mehr nach links abdriften. Ah, nein, Hilfe! Boah. Lass mich in Ruhe, ich bin auf Selbstjustiz-Tour. Ja gut, Selbstjustiz kann man es eigentlich nicht nennen. Und nicht ganz... Ey, die wollen abhauen. War's das, oder wie? Meistgesuchte... Ja, das war's. Den ersten haben wir. Was zum... Das ging ja schnell. Gewalt im Gangmilieu. Dann holen wir uns den auch direkt noch. Dafür müssen wir jetzt wieder zurück. Holen wir uns den nächsten Sack. Dann haben wir zwei schon mal abgearbeitet von der Liste. Von der ersten Liste wohlgemerkt. Jetzt müssen wir hier wieder rauf. Ich mache schon mal die Sirene an, damit die uns ein bisschen Platz machen und so. Und ich will natürlich keine Mautgebühr zahlen. Die fahren alle nach rechts, das ist schön. Außer der LKW und der LKW. Zack, weg mit der Schranke. Ich brauche hier Platz. Ach komm, wir lassen die mal an. Wir sind jetzt Polizisten im Einsatz. Da können wir auch mit Sirene rumfahren. Boah, der Motor klingt echt ungesund. Nee, ich glaube, ich brenne noch nicht. Ah, noch nicht, aber gleich, wenn ich so weiterfahre. Oder brenne ich? Ne, ich glaube, ich habe nur eine Audio-Verwirrung. Ne, ich brenne nicht, alles klar. Schalte die Zielpersonen aus. Oh, hier wird schon geschossen auf mich, von wo denn? Zeig mir mal deinen Schädel. Oder so. Zack. Zack. Einen müssen wir noch. Komm, geh mal rüber. Da, wieso ist da eine Stange dazwischen? Okay, dann gehen wir doch erstmal hier lang. Hier liegen ja auch noch schicke Waffen für uns rum. Erledigt. So, damit haben wir auch den zweiten meistgesuchten geholt. Und der hat noch ein bisschen Kohle für uns dabei. Und ein Schnellfeuer-Pistölchen. Jetzt kommen wir natürlich hier nicht mehr hoch. Was nicht so schön ist. Also müssen wir den ganzen Weg jetzt hier außen rumrennen. Tolle Sache. Aber ich denke, damit hören wir jetzt auch erstmal auf mit den Polizeimissionen. Zwei meistgesuchte haben wir. Vielleicht machen wir die anderen irgendwann auch noch. Aber jetzt ist hier erstmal Ruhe. Unser Polizeiauto hält eh nicht mehr viel aus. Komm mal ran hier. Gib mal her hier. Her mit dem Auto. So, und ich würde sagen, ich rufe mal eben den Brucey an, gucken, ob der noch eine Mission hat. Weil ansonsten haben wir jetzt nur noch Dimitri. This is Brucey. Gut, dann fahren wir zu Dimitri
und machen da dann im nächsten Part zu GTA 4 die Mission von ihm. Mal sehen, was er von uns möchte. Und wo bin ich? Ich bin hier verkehrt. Eine andere Mission haben wir ja jetzt nicht. Da denke ich, können wir da auch beruhigt rangehen und ein bisschen für Dimitri arbeiten. Der ja gesagt hat, er wäre unser Freund. Tut mir leid. Als Freund betrachte ich ihn eigentlich noch nicht so. Ich meine, wir arbeiten ein bisschen zusammen, aber sonst... Na gut, er ist ein ganz netter Kerl. Finde ich jetzt. Und deshalb können wir auch ruhig mal einen Auftrag für ihn erledigen. Der wohnt aber weit weg, mein lieber Scholli. Ach ja, stimmt, der wollte uns bei irgendeinem Pier treffen. Das ist ja ganz praktisch, oder? Lasst mich mal gucken. Mein Taxi überschlägt sich. Ach, das ist direkt unten bei unserer Hütte. Yay! Yeah. Würde ich sagen, fahren wir einfach mal nach Hause, oder nicht? Weg da, Regenschirmtyp. Ich möchte nach Hause. Mit Speed! Baum. So, ich halte mich bereit für das spezielle Lord-Peter-Verfahren zum Thema Einparken. Jetzt seht ihr, wie ich einparke und bam. Und ich stehe auf dem Parkplatz. Oh, bist du weggeflogen oder was? Tut mir leid, das wollte ich nicht. So, und ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch den Part beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Part zu GTA 4 wieder. Macht es gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao!